Ich möchte nur noch sagen, dass es nicht nur schön ist, dass Sie da sind, sondern dass es unheimlich gut tut, dass Sie hier sein können und dürfen, obwohl es normal ist. Und ich muss leider sagen, wenn man sagt, enough is enough, and open your mouth, dass alle klatschen, ist richtig. Aber opent mal euren Mund, wenn man in Russland lebt und sofort verhaftet oder geschlagen oder bekämpft wird. Das ist dann Mut. Und ich finde, wir sollten unseren Mut wirklich nie, wir kommen in kein Gefängnis, wenn wir uns outen. Wir kommen in kein Gefängnis, dass wir hier alle stehen dürfen. Das ist was Wunderbares. Und weitermachen, weitermachen. Es ist ja nicht so überall wie hier in Berlin. Wir haben auch eine Provinz und da wird auch noch geoutet. So. Ich bin auch dafür, dass man das in Russland nicht einfach weg zur Seite schieben darf. Aber wir dürfen uns auch nicht vergessen. Und es ist so, dass viele, viele noch Angst haben. Ich bin nun seit 25 Jahren Kuratoriumsmitglied in der AIDS-Hilfe in der Berliner. Und dass viele Angst haben, zu kommen, gesehen zu werden. Dass man sich irgendwo trifft. Ich weiß es von meinem Freund Lars Westergaard von Laus, der leider heute nicht da sein kann, aber... Ich rede auch für ihn und viele kennen ihn. Und es ist einfach, wir dürfen uns nicht vergessen und wir dürfen nicht vergessen, glücklich zu sein, dass wir hier stehen dürfen. Und ja, und bitte, bitte, keine schönen Grüße an Herrn Putin.